Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks mit dem Type 4 Schwör und dem T10 und dem Jagdtiger, also ein Dreier-Platoon auf der Siegfriedlinie und sie sind Top-Tier. Das ist natürlich ideal. Dementsprechend wird es ihm hoffentlich auch gut und leicht fallen, hier uns eine schöne Runde zu präsentieren. Sie sind hier in der verteidigenden Position, also dementsprechend sollte es ihm hier ein wenig leichter fallen, hier eine gute Runde an den Start zu bringen. Ich muss übrigens sehr stark aufpassen, weil im letzten Video wurde ich ja als Sprachlegastheniker bezeichnet. Wobei, ich finde es schon schön, dass jemand das Wort Legastheniker kennt. Und ja, ab und an mag es vielleicht so rüberkommen, als ob ich mich sehr schwer tue. Aber probiert es einfach mal selber aus. Bisschen zu kommentieren. Und das Ganze mit sinnvollen Wörtern zu füllen. Das ist gar nicht so leicht, wie man vielleicht ab und an denken mag. Und immer auch auf das Spielgeschehen einzugehen. Aber ansonsten, ich bemühe mich natürlich, so gut es geht, dass ich für euch eine überschaubar gute Qualität in der Funktion des Kommentators bringe. So, hier haben wir das erste Mal den Tiger und den Super Pershing. Den Super Pershing, da gibt es sofort die erste schöne Schelle. Da kriegt er auch noch den Aufdeckschaden. Und so kann er das Ganze schon so ein bisschen pushen. IS-3 prallt hier ab mit HE an ihm. No problem. Er bleibt erstmal hier so ein bisschen passiv stehen. Wartet natürlich, hat er alle Zeit der Welt. Muss ja auch selber nicht drücken. Hier in dem Fall schade, der hätte auf den Congrats schon drauf kommen können. Jetzt seitlich rein und er trifft für 589 Schaden. So soll das sein. Hier, IS probiert es weiterhin mit HE, aber außer dem Push der Panzerung bringt er hier gar nichts dabei. Jetzt ist er offen. Und da ist auch noch der Tiger 1 und den nimmt er natürlich zuerst, weil der hatte ja kaum mehr Hitpoints. Klar, dass man den dann favorisiert. Hier der nächste Abpraller. Auch der Conqueror verzweifelt da an der Panzerung von ihm. So, Super Pershing, der hat ihn noch vorher schon gesehen, aber irgendwie hat er ihn vergessen und da gibt es gleich die Schelle für die Zerstörung. Ja, da sollte man auf jeden Fall so ein bisschen mehr Obacht geben, weil das war irgendwie klar, dass das passiert. So, mal ein bisschen mehr reintasten. In die Gasse. Oh, schade. Da war eigentlich auch schon der Tiger prädestiniert für den Treffer. So. Aber auch der funktioniert nicht. Sein T10 ist mittlerweile zerstört worden. Da muss er jetzt natürlich mal Rache üben. So, jetzt hat er die Granate im... Oh, da zieht er sich im letzten Moment noch zurück. Kann also nicht auf die Reise schicken. Schade drum. Aber da wartet halt auf den CDC. Gibt's 520 Damage. Und Tschüssikowski. Ja, den ES3 kriegt er... Oh, da kommt... Oh, ja. Oh. Der ES3 war die ganze Zeit gut gestanden. Dann kommt der andere an und er zielt eigentlich eher auf den Patton. Und der ES3 fährt in den Augenblick perfekt zurück und bekommt da die Granate rein. Ja, warum denn auch nicht? Kann man machen, muss man aber nicht. Und weiterhin, die Panzerung enttäuscht ihn hier nicht. Er hat immer noch volle Hitpoints.
So, und jetzt, auch wenn es nur 6 Damage waren, aber damit macht er den Patton mal weg. Sehr fein. So, jetzt kommt er hier Richtung IS-3 seitlich und weg mit dir. 10 zu 10. 5 Kills hat er gemacht. Bis dato sehr, sehr, sehr knapp. Und jetzt kommt da der M46 Patton von hinten. Der hat ihn da auch schon die erste verpasst. Da muss er natürlich jetzt ein bisschen wegfahren. Der Patton stellt ihm danach wie so ein alter Stelzbock. Der hat ihn da jetzt auch nochmal getroffen, aber jetzt hat er eine zurückgeschlagen. Jetzt würde ich entweder den Panzer an seiner Stelle drehen oder natürlich auf den Gegner so drauf haben, wie er es jetzt macht mit dem STA-2, dass er mal den Patton von sich wegbekommt. Und jetzt hier den STA-2 und da, schönes Ziel drauf, 640 rein ins Gesicht. Und jetzt ist jeder so ein bisschen low. Der STA-2 hat kaum mehr was, sein Jagdtiger fährt da schon auf den drauf und er guckt jetzt hier auf den Tiger. Er bleibt das mit dem Arsch zu ihm stehen. Das ist natürlich nicht so clever, aber klar, gefühlt kann von jeder Seite gerade irgendwo ein Gegner aufkommen. So, der Patton nämlich auch. Jetzt guckt der Tiger, aber zu lang geguckt, mein Freund. Weg mit dich. So, und jetzt der Patton. Jetzt kann er auch dementsprechend den Panzer justieren, aber trotzdem kriegt er nur nochmal einen Schaden rein. Und 393, das heißt, bei der nächsten nochmal solchen Kelle, da ist er zerstört. Das geht dann ganz fix. Also von dem her muss er jetzt aufpassen. Solange wie er Hitpoints hatte, lief ja alles perfekt, aber irgendwie gab es so einen Moment, da hat er dann ganz schön viel Damage reinbekommen. So 12, 13, also ist immer noch sehr, sehr knapp. So, da der Patton, jetzt kettet er ihn. Ja, der Patton will es jetzt natürlich probieren. Ganz klar. Oh, IS von der Seite. Der prallt ab. Der schießt weiterhin immer schön mit HE auf ihm. Das gefällt ihm wahrscheinlich gut. So, und jetzt hat der Patton geguckt, aber da war auch der Gucker zu viel. Das hat er diesmal gekonnt, genutzt und ihn mal richtig eine verpasst. So, der Erst wird jetzt das nächste Opfer sein. Er bleibt weiterhin immer schön mit HE auf ihm drauf. Das wird ihm bestimmt gut gefallen. So, jetzt hat er nachgeladen. Jetzt hat er auch da, ja, alles überschaubar, würde ich sagen. Aber mit 603, er haut halt einfach mit diesen Granaten unfassbar immer zu. So, und jetzt reicht's. Und jetzt steht's 14-14. Jetzt ist er hier alleine gegen die gegnerische Arti. So, und dadurch, dass er ja hier in der verteidigenden Position ist, ist es natürlich viel entspannter für ihn, denn er muss hier oder kann hier die Arti kommen lassen. Also alles ganz entspannt. Bloß jetzt keinen Schmarrn mehr machen, sondern einfach in Ruhe das Ganze runterspielen. Nur nicht mehr zerstören lassen, das ist das Einzige, was ich hier gefühlt noch beachten muss. Alles andere ist ganz, ganz easy. Runterspielen,
Er hat unterm Strich 6153 Damage auf der Uhr, wie ihr seht, 2770 Damage geblockt und 1298 unterstützt. Also das ist bis dato wirklich ganz, ganz, ganz gut. Die letzten 5 Sekunden laufen, die Arti ploppt nicht auf. Also auch hier hat er kein Risiko gesucht, sondern runtergespielt und das Ganze für sein Team nach Hause geholt mit 8 Kills und dementsprechend der Radley Walters. Eine tolle Runde in einem japanischen Panzer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.